Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir sind jetzt mit dem Anfänger-Tutorial von Automa Chef durch, haben quasi uns bewiesen im Testzentrum und dürfen jetzt unser erstes Restaurant starten. Vorgeschmack, serviere 10 Menüs, verbrauche weniger als 500 Wattstunden Strom und benutze weniger als 40 Zutaten. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel hier wirklich, sehr komplex werden kann. Es wirkt jetzt sehr einfach. Aber ich glaube, dass das schon sehr, sehr komplex werden kann. Und das werden wir sehen. Es erinnert mich sehr an den Informatikkurs in der Schule. So diese Baustein-Spielprogrammier-Geschichten. Weiß nicht, wie ich das jetzt nenne. Aber vielleicht diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen, die wissen das wahrscheinlich. Ist so ein bisschen wie Programmieren halt. Ne? Nur in einfach für so Leute wie mich. So, die Zeit ist gekommen. Die Herrschaft der Menschheit. Zweiten Hungergefühl nähern sich ihrem Ende. Hier ist unsere erste Küche. Noch ist sie leer, aber bedenke ihr Potenzial. Hier ist der Plan. Wir expandieren schnell, öffnen zahlreiche Küchen und servieren immer komplexere Gerichte, während sich unsere Technologie verbessert. Hey, mich würde echt interessieren, ob sowas wirklich gibt. Gibt es sowas wirklich? Gibt es so ein Restaurant? Boah, ich möchte so ein Restaurant aufmachen. Da braucht man, glaube ich, viel Kohle, ne? Wenn ich mir die ganzen Maschinen angucke, dann brauchst du schon ordentlich Startkapital. Wir gewinnen das Vertrauen der Öffentlichkeit, erscheinen in der Presse, werden ein beliebtes Ziel und dann, wenn alle bei uns essen, dann, na du wirst schon sehen, dann pupse ich mit meinem Roboterarsch direkt auf den Burger. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Creepy-Typen. Der erinnert mich auch so ein bisschen wie dieses eine Vieh, was früher bei Word gab. Da gab es so diese Büroklammer und dann noch irgendwas anderes. So ein Roboter gab es da, glaube ich, auch. Und so einen verrückten Wissenschaftler und so, ne? Aber das wissen sowieso nur noch die wenigsten, ne? Nur noch die Boomer wissen das. Fangen wir ganz einfach an. Wir bieten einen Cheeseburger und einen einfachen Burger an. Schließlich wissen wir, dass wir sie ganz einfach herstellen können. Ja, das wissen wir. Das haben wir ja eben schon gemacht. Jetzt müssen wir sie nur noch am Publikum ausprobieren, um sicherzugehen, dass sie so zufriedenstellend schmecken, wie sie aussehen. Wunderbar. Dann machen wir das mal. Rezepte, das kriegen wir jetzt vielleicht noch hin. Ach, guck mal, hier unten laufen auch Leute lang. Ach was, das ist unser kleines Restaurant. Ach, ist ja schön. Toll, dass das jetzt Essen jetzt auch gegessen wird hier und nicht einfach in so einem Burnofen verschwindet. Oh, ein schönes Bild. Ein schönes Bild. Vor allem geil mit der 2 im Hintergrund. Mitarbeiter des Monats. Boah, ich sehe mich ehrlich gesagt in so einem Ding. Okay, pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Brauchen wir schon Bestellungsleser? Vielleicht. Wir bauen erstmal Fließbänder. Erstmal Fließbänder bauen. Zack, zack, zack. Dann drehen wir das. Und dann machen wir mal so. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt wir bauen rückwärts, ne? Wir bauen rückwärts. Wir machen erstmal den Zusammensetzer hin. Zusammensetzer. Brauchen wir 2 Stück, ne? Oder? Brauchen wir 2 oder brauchen wir nur 1? Wie war denn das? Ging alles in einen? Nee, man muss dem Zusammensetzer sagen, was er machen muss, ne? Wir brauchen 2 Zusammensetzer. Also brauchen wir 1 Zusammensetzer hier? Ich weiß es nicht. Oder kann ein Zusammensetzer 2 Sachen machen? Wir bauen einfach mal 2. Ich meine, wir haben es doch. Zusammensetzer. Und dann brauchen wir bei dem hier setzen wir nochmal ein Fließband dran. Hier auch nochmal ein. Hier bei dem brauchen wir, glaube ich, 2 Fließbänder. Und dann brauchten wir hier den Elektrogrill. Nee, warte, das ist doch völliger Blödsinn. Wir können doch alles in einem machen, oder? Hatten wir das schon mal? Hatten wir vorhin Cheeseburger und einfacher Burger in einem? Ich glaube nicht, ne? Gott, das wird jetzt schon kompliziert. Okay, pass auf, wir machen mal den Grill jetzt hier hin, hier unten. Gibt es nicht auch einen Zerteiler? Können wir nicht einen Grill für beide machen? Ich habe das Gefühl, wir machen es komplett falsch. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Nee, pass auf, wir bauen das nochmal ab. Wie kann ich denn abbauen? Abbruch. Abbruch, Freunde, weg damit. Wie kann ich das abreißen? Ah, verkaufen? Ah, kopieren. Ne, kopieren nicht. Wie kann ich das? Ich kann nicht abbrechen. Wieso kann ich das denn nicht verkaufen? Es muss irgendwie möglich sein, das zu verkaufen. Kann ich das hier zurückziehen? Warte, kann ich das vielleicht zurückziehen?
Hier verkaufen? Nee, geht nicht, ne? Hm. Okay, das kann ja was werden. Gut, dann bauen wir es jetzt halt einfach alles doppelt. Komponenten. Spender. Wir brauchen einmal hier ein. Da ein. Da ein. So, und der soll, der soll Brötchen machen. Und der hier unten soll Patties machen. Groß Patty, okay. Und dann brauchen wir sogar noch einen Spender. Den packen wir mal hier hin. Der soll Käse machen. Käse. So, und vor den Käsespender brauchen wir einen Zerschneider, ne? Einen Zerschnippler, das Ding. Den packen wir hier vor. Und dann brauchen wir hier das Fließband. Burgerbrötchen ist ja easy. Das machen wir einfach hier hin. Und hier kommt jetzt der Grill. Da brauchen wir jetzt das normale Gerät, den normalen Roboterarm. Der kommt auf den Grill. Hier können wir, das können wir hier wiederholen. Hier. So. Müssen wir den hier auch hinbauen? Oder können wir da direkt, nee, können wir direkt ein Förderband hinsetzen, ne? Der Käse wird ja nicht gegrillt. Das heißt, wir brauchen noch einen... Wo ist denn der Grill? Hier ist der Elektrogrill. Der kommt jetzt hier hin. Und dann brauchen wir einen smarten Arm, den wir auch direkt mal einstellen. Dem sagen wir direkt Zutatenfilter. Nur gegrilltes Patty. Gegrilltes Patty. Okay. Das müsste schon laufen. Das heißt, die Maschine kann jetzt Hamburger machen. Herzustellende Rezepte. Einfacher Hamburger. Okay. Und die hier soll... Die soll... Cheeseburger machen. Was ist ein Ausgabemodus der fertigen Gerichte? Fertige Gerichte nach links, fertige Gerichte nach rechts. Ach, guck mal, wir haben ja auch noch... Ach, deswegen hat er zwei Ausgaben. Jetzt verstehe ich das erst. Guck mal, wir haben ja hier... Hier unten eine Ausgabe und da oben eine Ausgabe. Das heißt, war richtig, dass wir zwei gebaut haben, ne? Haben wir, glaube ich, gut gemacht. So, das hier oben funktioniert. Der macht Hamburger. Und der hier unten, der braucht jetzt noch ein Fließband. So. Das Ding ist ja an sich auch fertig. Das können jetzt ja so hier hin. Und hier muss ja eigentlich jetzt nur noch der Grill hin, der zweite. Gott, wird das teuer. Elektrogrill, so. Und dann der Roboterarm Smart. Und noch ein Fließband. Und dem müssen wir auch noch sagen, dass er auch nur gegrillte Patties aufnehmen soll. Weil hier soll Burgerbrötchen raus. Und hier soll Patty raus. So. Jetzt müsste doch alles laufen, oder? Sieht doch jetzt so aus, als könnten wir das jetzt so in Betrieb nehmen. Wir könnten jetzt natürlich noch so einen Organizer nehmen. Wegen der Stromkosten, ne? Hm. Bestellungsleser. Pass auf, dann packen wir mal zwei Stück hin. Oh, jetzt sind wir aber schon nah an unserem Kosten. Aber wir haben es gut hinbekommen. Den hier richten wir jetzt ein auf zu erfassende Bestellung. Aus Rest. Oh, wahrscheinlich gibt es auch noch einen Versandshop hier irgendwie, ne? Dass man hier so einen kleinen Burschen hat mit einem, wie heißt das? Mit einem Auto hier, so ein Lieferboy. Wir machen hier mal einfacher Burger und schließen den an mit dem Ding hier und sagen ihm, er soll eins ausführen. Hallo? Dann neuer Komponent. Dann sagen wir, der zweite da unten, der soll auch eins ausführen. Dann müssen wir noch den Grill anmachen, ne? Wie war das? Beim Grill, was hatten wir denn beim Grill gemacht? Klick auf Komponenten, auf den Grill, da haben wir, glaube ich, gesagt, so lange nicht nichts tun, sondern ein, wenn Bestellung aussteht. Okay, da soll den Grill sofort anmachen. Damit müsste das laufen, ne? Das müssen wir jetzt hier unten auch nochmal machen. Machen wir hier unten Cheeseburger. Einmal. Okay. Ach, wieso macht das denn immer neu? Dann einmal. Dann einmal. Und dann der Grill.
an, wenn Bestellung aussteht, ne? So haben wir alles richtig gemacht hier, oder? Hm. So müsste es doch eigentlich laufen. Ich hoffe, so läuft's. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie bisher alles falsch gemacht habe. Nee, das ist schon richtig. Wir haben den hier noch nicht eingestellt. Doch, gegrilltes Patty haben wir auch schon gemacht. Boah, das wird kompliziert. Wenn ein so ein Bestellungsleser nur 4 Geräte bedienen kann, dann wird es richtig kompliziert. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt mal unser erstes eigenes vollautomatisches Roboter-Business. Let's go, Freunde. Los, Leute, geht rein ins Hotel hier. Geht rein hier und esst Burger hier. Seid alle noch viel zu schmal, viel zu zerbrechlich. Ihr lauft hier noch gegen so eine Ampel und zerbrecht, weil ihr nichts auf dem Rippen habt. Kommt rein in mein Restaurant. Ist das jetzt einfache Geschwindigkeit, ne? Intro-Filter. Stromverbrauch. Wir haben 5000 Watt. Unser Ruf ist 100%. Ja, warum kommt denn kein... Ah, er will Burger essen? Ja, komm her. Komm her. Ich habe beste Burger. Er will Cheeseburger. Ah, nice. Oh, das ist ja so ein bisschen so wie bei Rollercoaster. Mega nice. Oh, moin, Frank. Herzlich willkommen hier im Stream. Schön, dass du da bist. Ja, ist völlig richtig. Wir nehmen eine YouTube-Folge auf, aber hin und wieder gucke ich trotzdem mal auf den Chat. Aber nicht wundern, falls... Oh ja, jetzt geht's aber los hier. Jetzt kommen aber die Burgers. Guck mal hier. Ein einfacher Burger. Haben wir schon zweimal. Und noch 2 Cheeseburger. Hä? Warum passiert... Halt! Stopp, Pause! Warte mal, ich glaube, wir brauchen hier... Ah, noch so einen Greifarm, der das da reinpackt, ne? Wir haben Stau. Stau, Freunde. Baumodus? Wie komme ich im Baumodus? Stoppen? Oh no. Unser Ruf ist bestimmt jetzt im Eimer. Okay, warte mal. Wir müssen das Ding wegmachen. Geschwindigkeitseinstellung? Oha. Hä? Baumodus. Wie kann ich das denn jetzt... Hä? Klick auf Komponenten, um sie auszuwählen. Hä? Drücke Eingabe, wenn du bereit bist, sie zu bewegen. Ach, jetzt habe ich mehrere. Komm. Hä, wo ist denn da? Warte, wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt das Förderband weg? Hin. Hä? Eingabe und bereit. Jetzt kann ich es bewegen. Ja, wie habe ich es denn? Ah, einfach auf Escape. Okay, dann können wir das jetzt nach da packen, das jetzt nach da und wir brauchen noch so einen Arm. Wir brauchen ja keinen Smart Arm, wir brauchen einen simplen. Ich habe das Gefühl. Ah, doch, 1000? Oh, es geht. Wir haben das Geld wiederbekommen. Wir können es uns gerade noch leisten. Der grabt ja alles, ne? Guck mal, wir können hier sparen, indem wir hier nur einen hinsetzen und dann das Fließband drehen. Wir sind ja hier ein findiger Geschäftsmann. Guck mal so. Dann läuft nämlich alles nach da. Dann brauchen wir nur ein Roboterärmchen. So müsste das passen, oder? Wollen wir mal jetzt loslegen? Glaubt ihr, es geht jetzt so? Ich hoffe, ne? Komm, let's go. Starte das Ding. So, los, kommt. Habt Hunger! Hier ist das beste Restaurant in City. Wir haben 100% Ruf. Wir haben hier den Mitarbeiter des Monats. Gleich 1, 2, 3, 4 Mal hier stehen. Komm, geh rein. Nein, die gehen vorbei. Das dauert immer ein bisschen. Wir gehen, machen mal ein bisschen auf Tempo hier. Ah, er will einen Burger haben. Er will auch einen Burger. Mmh. Oh, ich krieg mittlerweile auch Bock auf Burger. Komm, so jetzt. Jetzt gucken wir uns das mal hier an in Slow-Mo. Also der Bestellungsleser erfasst die Bestellung. Einfacher Burger. Dann macht er... Ah ja, genau. Hier geht's los. Da kommen die Sachen. Und Cheeseburger kommt auch, da geht der Grill hier unten schon an. Wunderbar, das Brötchen wird jetzt da reingepackt. Inhalt ein Burgerbrötchen, sehr gut. Jetzt kommt das gegrillte Patty. Geht auch rein und jetzt müsste hier der Zusammensetzer den Burger herstellen, ne? Kommt da raus? Jawohl, der Burger kommt. Nein! Hier fehlt ja auch noch ein Arm. Ey, was können diese Roboter? Was können diese Roboter eigentlich? Wir brauchen ja überall Roboterarme. Macht mich ja richtig sauer. So, hatten wir das vorhin auch? War das so kompliziert? Nee. So, jetzt warten wir aber nicht. Jetzt gehen wir mal Vollgas hier, bis die Leute reinkommen. Das macht mich schon ein bisschen sauer. Komm, rein jetzt hier. Burger bestellen. Ja, geht schon an hier. So muss das. So muss das. Muss ein bisschen Geld verdienen jetzt hier. War teuer genug. Komm, er setzt den ersten zusammen. Bitte, bitte, bitte. Was passiert jetzt? Ah, da! Okay, und der Roboter nimmt das dann. Ja, wow. Jetzt läuft das Ding. Ganz schön komplex, ne? Ganz schön komplex. Aber wir sind schon bei 20.000 Watt.
Aber eigentlich, ich meine, viel effizienter geht's nicht. Doch, es geht schon. Wir könnten hier eine Patty-Bratstation. Eigentlich könnten wir alles reduzieren. Wir könnten das hier unten alles wegschmeißen und nur das Ding noch hinpacken. Und dann müssen wir den vielleicht noch irgendwie einstellen, dass er nicht jeden nehmen soll, sondern nur jeden zweiten. Oder wir müssen hier die Häufigkeit erhöhen. Oder irgendein Trick muss noch geben. Aber das werden wir schon irgendwann noch ausfinden, oder? So, dann gehen wir mal ein bisschen Kette hier und gucken mal, was passiert. 10 Bestellungen haben wir hingekriegt. Stromverbrauch unter 500 Wattstunden. Ja, kapiere ich irgendwie nicht so richtig. Da wird ja nur die Wattzahl angezeigt und irgendwie keine Zeitangabe dazu. Also woher soll ich dann wissen, wann eine Wattstunde voll ist? Egal. Benutze weniger als 40 Zutaten. Ja, haben wir hingekriegt. Ne? Ausgegebenes Geld 49.000, eingenommenes Geld irgendwie 100 Dollar. Wir sind noch nicht... Oh, es wackelt alles, wenn ich wackle. Ah, es geht. So, Effizienz 97%. Das geht aber. Was hätte man besser machen können? Ja, das wird einem nicht angezeigt. Gut, das wäre auch krass. Ja, cool. Haben wir doch gut hinbekommen. Möchtest du die Küchenkonfiguration speichern? Ja, es ist unsere erste, ne? Die können wir mal machen. Speichern, können wir die irgendwie benennen? Cheesy-Meesy-Station. Okay, belegen wir los. Serviere 5 Menüs, verbrauche weniger als 400 Wattstunden Strom, benutze weniger als 35 Zutaten. Jetzt wird's kritisch. Jetzt brauchen wir hier Dingenskirchens. Jetzt brauchen wir ganze Menüs, da brauchen wir Vor- und Nachspeise oder was? Die Burger waren ein voller Erfolg, das Publikum war ekstatisch gleichgültig und hat mir Rückmeldungen gegeben wie, ja, er hatte einen Geschmack und hör auf, mir Fragen zu stellen und lass mich in Frieden. Voller Erfolg. Dass die Leute überhaupt noch antworten zur heutigen Zeit und nicht auf ihr Handy starren, das kann man auch schon als Erfolg werten. Ich habe diese Räumlichkeiten zu einem reduzierten Preis bekommen. Anscheinend sind Menschen nicht davon begeistert, auf engen Raum zu arbeiten. Ein Privileg, das den dummen Maschinen völlig abgeht. Okay. Ich weiß, was du jetzt denkst. Aber liebe Kohlenstofflebensform, lieber ebenbürtiger Umwandler komplexer Proteine, was können wir auf so begrenztem Platz anfangen? Nun, wie sich herausstellt, können wir hier jede Menge erreichen. Wir können ein brandneues Gericht anbieten und das BLT-Sandwich, also das BLT-Sandwich. Achte genau auf das Rezept und die nötigen Schritte. Dieser Raum sieht beengt aus, aber du wirst feststellen, dass die nötigen Maschinen mehr als genug Platz haben. Denk daran, Effizienz ist der Schlüssel zum Fortbestand unserer Partnerschaft. Ey, das klingt doch richtig gut. 5 Bestellungen müssen erfüllt werden. Aha. Was heißt denn BLT? Big Toast? Also 2 Brotscheiben macht 2 getoastete Brotscheiben. Tomate müssen wir zerschnippeln, bisschen Salat, Baconstreifen, knusprige. Was denn? Das sollen wir alles machen? Bestellung simulieren. Achso. Ah, hier können wir testen. Okay. Wo war das? Beim Rezept. Na, okay. Gut, dann fangen wir mal an. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Ausgeber. Wir fangen 4 Ausgeber und 4 mal Platz haben, also 4 Spawner. 1, 2, 3, 4. Dann können wir hier jetzt direkt schon das Dingens hier bauen? Können wir jetzt ein Fließband schon bauen oder brauchten wir hier auch so einen Greifer? Nee. Aber wir stellen die erstmal ein. Oben brauchen wir die Brotscheiben. Sekunden zwischen den Zutaten. Ich würde mal sagen, da gehen wir mal runter. Kann man nicht runtergehen, okay. So, hier unten kommt Bacon. Nee, Tomate war als erstes. Wir machen das auch genau so, wie es hier oben stand. Tomate, Salat, Bacon. Was? Bacon nach ganz unten? Bacon kommt nach oben. Immer auf das Patty drauf. Ah gut, wir sind ja gerade gar nicht bei einem Burger. Dann jetzt hier. Den Salat. Okay, und dann hier unten. Den Bacon. Da ist der Bacon. So, das Brot muss getoastet werden. Dafür brauchen wir einen Toaster oder macht das auch der Grill? Zutatenzerleger, wahrscheinlich macht das der Grill. Dann packen wir den Grill mal hier hin und packen hier vor direkt einen Greifer. Geht das so? Ich glaube, ich möchte, glaube ich, lieber sehen können, was wir machen,
Warte, so. Deswegen machen wir das mal so und machen hier mal ein Fließbandelement dazwischen. Dann kann sich das hier auch ein bisschen stauen. Das ist, glaube ich, besser. Danach brauchen wir auf jeden Fall einen besseren Arm. Hier so ein Ding. Den setzen wir dahin. Den brauchen wir hier unten auch. Dann können wir das... Warte, wir probieren mal die neue... Pass auf, wir probieren mal die neue Funktion. Wir können jetzt ja das hier kopieren und hier unten hinsetzen. Das sparen wir ein bisschen Zeit. Und jetzt programmieren wir den hier so, Zutatenfilter. Brotscheibe. Getoastete. Brauchen wir vielleicht einen Toaster dafür? Nee, das geht wahrscheinlich da drauf, ne? Hoffe ich. Und bei dem hier sagen wir gebratener Bacon. Knusprige Baconstreifen. Komm, wer hat jetzt noch nicht schon mindestens einmal das Wasser im Mund zusammenlaufen gehabt? Ja, dem kann ich auch nicht mehr helfen. So, das ist jetzt hier programmiert, das ist richtig. Und was brauchen wir jetzt? Die Tomate, was braucht die? Die brauchen Zerschnippler, okay. Die Tomate brauchen Zerschnippler. Den setzen wir direkt davor, dann geht die Tomate ab. Ach, wir brauchen ja am Ende nur einen Zusammensetzer, ne? Wir haben ja keine verschiedenen Produkte. Dann müsste das ja funktionieren. Dann könnten wir jetzt so machen. So. Den können wir nach unten laufen lassen. Dann sparen wir Geld. Ne? Weil mit der Tomate passiert ja nichts. Die ist ja schon geschnitten dann. So. Und dann so. 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 Wir lassen alle Zutaten zusammenlaufen. Wir lassen alle Zutaten zusammenlaufen nach da unten. Und hier kommt jetzt der, ah ne, warte, das war falsch. Das machen wir nochmal weg hier. Dann machen wir hier nämlich den, nicht Zerleger, sondern den Zusammensetzer. Den packen wir jetzt hier hin und drehen ihn noch ein bisschen. So. Ah, der Zusammensetzer braucht auch wieder... Gott, warte mal. Der Zusammensetzer braucht ja auch wieder so einen Greifarm. Das war jetzt blöd, was wir gemacht haben. Aber vielleicht geht es ja trotzdem. Wir können ja hier einen hinpacken und dann können wir hier ja einen hinpacken, der nach oben rausgibt. Geht das? So, nimmt er dann von da? Schafft er das? Warte mal, was ist denn, wenn wir den hier drehen und so machen? Ist das kompliziert. Ne, wenn ich so mache und jetzt das den zweiten Greifer hier hinpacke, so nach oben, greift er das dann? Ich hoffe doch. Und dann bräuchten wir jetzt eigentlich nur ein Fließband, was so läuft, ne? Nein. So. Passt das jetzt so? Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir simulieren jetzt mal eine Bestellung und gucken, ob es funktioniert. So, jetzt kommt hier alles raus. Achso, wir haben dem noch gar nicht gesagt, was er machen soll, ne? Ja, okay, das ist natürlich doof. Wir sagen ihm natürlich, er soll ein BLT machen. Dann simulieren wir das Ganze nochmal. Stellung simulieren, zack. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier kommt alles raus. Da müssen wir auch noch ein bisschen was verändern. Wir brauchen ja mehr Toastbrot als hier. Also müssen wir die Toastbrot-Machgeschwindigkeit verdoppeln im Vergleich zum Rest. Das hier geht hier rein, das ist schon mal gut. Da ist langsam alles drin. Wir brauchen noch ein getoastetes Brot, das kommt jetzt. Jetzt müsste eigentlich anfangen, ne? Was fehlt denn jetzt noch? Zwei Tomaten. Wieso fängt er denn nicht an? 4 von 5, was braucht er denn noch? Hä? Jetzt? Ja, was hat ihm denn gefehlt so lange? Er braucht bestimmt auch 2 Tomatenscheiben oder so. Bin mal gespannt, ob das jetzt rauskommt. Verdammt. Der nimmt das nicht an. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Der nimmt das nicht an. Okay, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall... wir müssen hier auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Pass auf. Das muss weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Den machen wir nach da. Den machen wir nach da. Wie können wir das denn jetzt schlauer machen? Geht denn das, wenn ich hier... Guck mal, kann ich das hier...
Wenn ich das wegmache, kann ich das jetzt alles nach da setzen. Funktioniert das? Kann der hier so arbeiten? Kann der das direkt aus dem Spender nehmen? Er nimmt es direkt aus dem Spender. Gut. Okay, das ist sehr gut. Dann können wir Platz sparen, indem wir das hier wegschmeißen. Und das auch ein nach da setzen. Jetzt haben wir eine Menge Platz gespart. So, das kommt so da unten hin. Und das nach da. Und jetzt brauchen wir noch ein Fließband von oben nach unten. Noch eins von oben nach unten. Und eins noch nach da. Und jetzt sind wir ein weiter links. Jetzt müsste es passen, ne? Jetzt können wir den Roboterarm hier hinsetzen. So. Dann hier den Zusammensetzer. Nicht Zerleger. Zusammensetzer. Der könnte hier hin. Und hier kann jetzt noch ein Roboterarm hin. Und hier kommt jetzt das Fließband hin. Nach oben. Nach dort. Nach da. So, passt das jetzt? Haben wir jetzt an alles gedacht? Ich hoffe doch sehr, ne? Nochmal starten. Wir testen es erst nochmal. Ist ja eigentlich auch egal. Okay, jetzt bin ich gespannt. Doch, er macht das. Das nimmt er. Der nimmt das hier rüber. Guck mal, 5 verschiedene Zutaten kann er hier in den Wartebereich packen. Zusammensetzer. Warum passiert jetzt hier nichts? Hä? Warum macht der nichts? Warum macht der Zusammensetzer nichts? Ach, wir haben ihn nicht... Ach, wir haben 9 gemacht. Wir haben gar nicht gesagt, was er machen soll. Ach, wie blöd. Okay, jetzt aber, ne? Jetzt können wir es nochmal simulieren hier. Let's go. Mach das jetzt. Alles drin. Getoastete Brotscheibe fehlt noch. Oh, guck mal, die kommt da nicht durch. Die kommt da nicht hin. Er explodiert hier gleich. Explodiert. Stopp, stopp, stopp. Oh, Inhalt voll. Okay, wir haben hier einen Stau an Brot. Das heißt, wir müssen vielleicht hier nochmal einstellen, dass der doppelt so lang warten soll. Der soll auch doppelt so lang warten. Und der hier muss auch doppelt so lang warten. Okay, sonst testen wir es nochmal. Jetzt müsste es eigentlich passen, ne? Ein bisschen schneller. Genau, jetzt kommt ein Brot. Ist immer noch zu langsam, würde ich fast sagen. Aber doch, es geht. Doch, guck mal, er setzt zusammen. Und jetzt. Ja, er kommt und geht hier um die Ecke und zack, geht raus. Sehr schön. Das funktioniert also. Das heißt, wir können starten. 27.000 Ocken haben wir ausgegeben für den Spaß hier. Da bin ich mal sehr gespannt. Los, Leute, kommt. Habt Hunger. Es gibt leckere BLT-Sandwiches hier. Komm, los. Auch geiles Restaurantzeichen hier, ne? Mit dem Zahnrad dazwischen. Wir haben jetzt natürlich, was wir nicht gemacht haben, wir haben keinen Koordinator, ne? Das heißt, der Stromverbrauch könnte zu hoch sein, aber ich glaube, das ist am Anfang noch nicht so wichtig. Okay, es läuft auf jeden Fall. Der Zusammensetzer arbeitet fleißig. Die Toasts werden hergestellt, gehen da raus, gehen in den Verkauf. Ich glaube, wir haben unseren Job gut gemacht. Wie viel? 5 servierte Gerichte. Und das funktioniert hier auch. Es gibt auch keinen weiteren Stau. Oh, mein lieber Mann. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, die Kunden auch. Mal ein bisschen hier Gas geben, dass das letzte Gericht hier auch schnell fertig gemacht wird. Sehr schön. Haben wir. Benutze weniger als 35 Zutaten. Das haben wir nicht. Wie kommt das denn? Ach so, könnte das sein, daran liegen, dass wir zu viele Zutaten irgendwie in der Warteschlange noch hatten? Den Rest haben wir hinbekommen. Unsere Effizienz ist sehr gering. Ja gut, wir haben auch nicht so einen Bestellausleser eingebaut, ne? Aber es war doch eigentlich ganz cool. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich werde jetzt hier weitermachen, im Stream natürlich auf Twitch. Würde mich sehr freuen, wenn du vielleicht auch mal vorbeischaust. Link ist unten auf jeden Fall in der Beschreibung drin, ne? Bolle Live TV, da könnt ihr auch mal live vorbeischauen. Und ja, wir werden uns hier wiedersehen im Video, ja, wenn wir mal eine richtig fette Mega-Küche bauen, ne? Jetzt werden wir erstmal für uns noch ein bisschen weiter basteln. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.